Hallo, ich bin der Mario Aversano und ich bin in Wasserburg seit 1978 in dieser schönen Stadt, wie man sieht. Besser hätte man nicht wünschen können. Und ich bin seit der ersten Stunde immer grün überzeugt. Und wofür ich da stehe jetzt, warum ich kandidiere, hat einen gewissen Grund. Erst, weil ich eben überzeugt in der Umweltpolitik bin. Und zweitens, weil ich auch als Künstler möchte, eventuell, auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ich gewählt werde, aber es macht nichts. Also mein Traum wäre, für die Kunst mehr Engagement zu haben. Das heißt auch, die Stadt musste entschieden für die Kunst mehr tun. Ich verstehe immer noch nicht, warum das im Jahr 2020 immer noch Graffiti-Kunst wird, auch ist illegal gesehen. Es gibt Städte auf der ganzen Welt, wo Graffiti-Kunst als Art gesehen wird. Ich denke jetzt an Wien, ich war vor ein paar Jahren in Wien, am Donauufer war kilometerweit Graffiti-Kunst an die Wände und das ist alles legal. Ich denke, in Wasserburg ist es Zeit, dass auch mehr Toleranz gezeigt wird. Das heißt, Toleranz gegenüber anderen Rassen, aber auch anderen Künsten. Also junge Leute sind wichtig, sind eine gute Damm gegen Populismus. Und Kunst ist ein Damm gegen Populismus. Sollte eben mehr auch im Kommunalbereich gemacht werden. Ich bin Mario Versano und ich bin auf Nummer 16 der Grünen Stadtratliste. Und ich würde mich freuen, wenn eure Stimme für mich gibt. Aber absichtlich, ihr wählt grün. Das ist wichtig, weil wir haben eine gute politische Bewegung in Wasserburg und die sollten wieder gewählt werden. Das ist ganz wichtig. Danke.